Wunderbare Ausstellung. Diese Ausstellung ist die erste Zusammenarbeit mit der Ruhr-Triennale. Heiner Goebbels und Hartwig Fischer haben das ausgeheckt, haben das vereinbart. Sie ist angelegt auf 3 Jahre. Unser neuer Direktor, Herr Bezula, der im Januar beginnt, wird dies sicherlich, und hat er auch wiederholt bekräftigt, sehr unterstützen. Das heißt, wir müssen dann nur noch Geld finden. Und wo wir beim Geld sind, dass diese Ausstellung hier so wunderbar eingerichtet worden ist, verdanken wir der Bundeskulturstiftung, denn sie hat dieses Projekt unterstützt. Wichtiger, dieser programmatische Punkt, weil uns ja, wie Sie vielleicht immer in unserem Programm gesehen haben, immer die Grenzlinien interessieren, die zwischen den Künsten noch künstlich aufrecht erhalten werden, aber längst obsoletig zeigen. Grenzlinien zwischen darstellender Kunst und bildender Kunst ist hier nicht mehr sichtbar, weil die bildenden Künstler, die hier eingeladen sind, choreografieren, inszenieren, mit Menschen arbeiten, das eigentlich sozusagen Handwerk des Theaters ist und trotzdem aber auch ihren Blick und ihre Perspektive uns eine ganz andere Möglichkeit geben, hier durchaus irritierende, aber auch beglückende Erfahrungen zu machen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, auch bei dem Manchester International Festival. Paul Clay, der General Manager, ist heute hier auch, mit dem wir diese Show co-produziert haben, war letztes Jahr als 11 Rooms in Manchester zu sehen. Ich möchte mich herzlich bedanken, auch beim Museum Volkwang für diese wunderbare, die ja programmatisch ist, unsere Zusammenarbeit. Sie zeigen jetzt gerade seit heute, glaube ich, in der Sammlung eine Arbeit von Michael Rogner, nämlich Data Zone Culture Table No. 3, israelische Videokünstlerin. Und wir beginnen morgen in der Wischanlage die größte deutsche Ausstellung von Michael Rogner mit einer großen neuen Arbeit, Current. Sie ist in New York Current in der Wischanlage. Ich übergebe und bedanke mich zugleich. Arbeiten weiterentwickelt schon mal gelernt und da einfach laut vor sich hin redet, auch wenn sie da nicht, das ist echt ganz wichtig, dass diese Voice in den späten 90er Jahren auf einmal ist die kritische Masse und sogar die Bereitschaft, die Neugier mit den Festivals und Museen, einfach zu sagen, hier gibt es diese historischen Arbeiten und zeigt die doch mal gleichzeitig. Also es, jede Arbeit hat eigentlich ihre eigene Geschichte. John Baldessari ist ja die älteste Arbeit in dieser Ausstellung, die hinter uns ist. Und das war ein Gespräch mit Mike Kelly. No photos. Das sind die nackten.
No photographs, sorry. No, no photo? No, no photos. Quasi verschiedene Farben dauernd gemalt wird, es wird ein Raum dauernd ausgemalt. Es gibt natürlich auch die in New York lebende Marina Abramović, das ist in Amerika Bezug. Es gibt Joan Jonas, die auch wie Marina seit Jahrzehnten zu den Pionierinnen gehört, dieser Idee von Live Art. Es gibt gleichzeitig eine junge New Yorkerin in der Ausstellung, Lucy Raven, aber sonst ist natürlich die Geografie, entspricht der heutigen Polyphonie von Kunstzentren. Also Alora Calzadilla aus Puerto Rico, Roman Ondak aus Slowakien, Xavier Leroy eben Frankreich lebt in Deutschland, Süßen aus China, Simon Fujiwara England, Laura Lima Brasilien, Tino Segal Berlin. Also man kann sagen, in diesem postnationalen Feld oder transnationalen Feld der Kunst ist eine wahre Polyphonie der Zentren hier am Werke. Super. Thank you.